Endlich mal wieder ans Nordmeer, nachdem ich jetzt die ganzen Tage am Süßwasser war. Gucken wir doch mal, was hier so geht. Ich packe mir also ein mittelgroßes Setup und raus mit den Ködern. Und dann hoffen wir mal, dass hier die dicken Brocken weiter reingehen. Denn ich war vorhin schon mal ein Stündchen hier und ich suche ja immer noch hier die Rotbarsche und alles, was hier noch so reingeht. Also Attacke, gucken wir mal, was hier passiert am 120 Meter Loch. Ja, einige Rotbarsche waren schon dabei, auch richtig schöne Größen. Es waren aber auch die Steinbeißer da. Also es sieht schon mal ganz gut aus. Blauer Seewolf, gefleckter Seewolf, natürlich auch ein paar Köhler dabei. Und eben Rotbarsche. Ich glaube, es war ungefähr, na, 2 Stunden war ich ungefähr hier. 2 Stunden war ich da, jetzt gerade 1 Stunde AFK gewesen. Und ja, jetzt geht es weiter. Bei den Rotbarschen gucken wir mal eben kurz rein. Oder sortieren wir einfach mal gerade nach Gewicht. Genau, Tiefenrotbarsch hier mit fast 4 Kilo schon dabei, 2 Kilo. Also es gehen auch ein paar große Brocken rein. Und damit bin ich auch schon ganz zufrieden. Wir sind jetzt hier wieder auf, zack, 120 Meter. Machen so ein bisschen Spannung. Zack, jawohl, dass die Spitze einmal so richtig einen Dip macht, einmal sich verbeugt und dann gehen wir hier rein ins Pilken. Guck mal, so tief sind wir hier gar nicht. Haben wir die 120 vielleicht noch gar nicht erreicht hier. Und da haben wir schon Biss. Na, ist doch perfekt. Perfekt, dann läuft das. Ich habe schon verschiedene Köder probiert. Einfach nur Jig-Gummifische sozusagen mit dran gemacht. Ich habe die großen Shrimps dran gehabt, beziehungsweise die Squids. Und jetzt nochmal die 12 Gramm Shrimps. Gucken wir uns gleich natürlich im Detail auch nochmal an, wie das Ganze aufgebaut ist. Und es geht eben jede Menge rein hier. Gucken wir gerade mal. Eigentlich suche ich immer einen Untergrund mit diesen kleinen Zacken. Also schlammigen Untergrund. Deswegen müssen wir gleich nochmal gucken. Ich glaube, ich werde gerade wieder nach hinten getrieben. Dass ich nochmal ein Stück weiter vorfahre. Und dann gehen wir da nochmal hin. Denn an diesem schlammigen Untergrund, da sind auch die ganz seltenen Kandidaten immer mal wieder gerne dabei. Also Längen und Blauling und sowas wird da ja auch gerne gefangen. Und die hier, die ollen Köhler, die wollen wir nicht. Also fahren wir nochmal ein Stückchen weiter. Ich glaube eher so hier in diese Area. Knapp neben die 120. So, ein bisschen einlenken. Passt das? Ich glaube, das passt. Na, noch weiter runter. Ich glaube, da kommt jetzt erst der schlammige Untergrund. Na, guck. So, Motor aus. Da ist er erst, der schlammige Untergrund. Den wollen wir haben. Und raus damit. So, Setup total simpel. Alles eher so ein bisschen rötlich hier. Mit, wie gesagt, den Shrimps. Real Shrimp in 12, also die großen Kandidaten. Weißt du, warte, hier können wir gleich auch mal vielleicht ein bisschen was tauschen. Ich hatte anfangs auch noch ein Filet da drauf. Gar nicht so gut. Da waren dann ganz viele Köhler auch noch mit dabei. Dann habe ich es abgemacht. Dann wurde das schon mal weniger mit den Köhlern. Und dann geht das auch so langsam. Ja, und dann eben wieder schön runterlassen hier auf die 120 Meter. Ja, die haben wir doch auch jetzt hier erreicht. 120 Meter Tiefe und schlammiger Untergrund hier immer noch. Perfekt, so soll das sein. Da wollen wir angeln. Ja, jetzt bin ich auch mittlerweile startklar wieder für den möglicherweise sehr, sehr großen Drill. Ich hatte ja vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen hatte ich ja einen heftigeren oder einen größeren Drill, wo ich eben hart am Limit war und dann tatsächlich mächtig Theater hatte mit meiner Maus. Und jetzt mit der neuen Maus läuft das. Endlich ein neues Gerät. So, hier wieder die Größe einstellen, die Tiefe einstellen. Endlich ein neues Gerät und zwar von Razer. Ja, und hier haben wir diese beiden wunderbaren Geräte, eine fantastische Maus, wie gerade schon gesagt, und eine Wahnsinnstastatur. Meine erste mechanische Tastatur. Black Widow heißt die ganze Serie. Black Widow Pro. Zum einen, wie gesagt, hier die Tastatur
und zum anderen die Viper Pro V2. Das ist jetzt hier die Maus. Ein absolut präzises Gerät, welches sich natürlich mit Kabel bedienen lässt, aber eben auch ohne Kabel, wireless mit bis zu 70 Stunden Spielzeit. Ja, und so ausgerüstet kann es doch jetzt dann wieder losgehen. Also neue Tastatur, neue Maus. Was will man denn dann mehr? Und jetzt eben schön fein, jeder Klick, wie gesagt, hier sofort perfekt übertragen. Und man merkt so einen richtig schönen, so einen leichten Widerstand tatsächlich auch beim Rollen mit dem Mausrad. Und es geht halt, ja, sehr, sehr präzise. Super wichtig, damit man im schlimmsten Fall mal eben zack, 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 Bremse zu, Bremse auf, Bremse zu, Bremse auf. Perfekt. Und es wird nicht doppelt gemacht oder übersprungen oder es geht nicht auf. Ach, hat mir das Kopfschmerzen gemacht. Aber im Idealfall brauchen wir das hier und heute nicht an diesem Spot. Das wäre natürlich auch schön, also würde ich gerne mitnehmen, klar. Aber im Idealfall fangen wir heute hier erstmal nur kleinere und die Rotbarsche und sowas alles. Also das würde mir absolut reichen. Ich war gerade schon im Hafen, in der Base, bin jetzt gerade wieder rausgefahren. Das hier bisher sind schon fast 900 Silber gewesen. Also mit so viel Kleinkram hat sich das jetzt schon mächtig gelohnt. Und zwar ja hier unten am 120er. Wie gesagt, ich bin anfangs einfach hier hingefahren. Ich bin viel aber auch hier in der Area gewesen. Einmal um die 120 quasi herum. Und es läuft halt immer wieder. Es geht aber auch immer wieder genau beim Absinken, so wie jetzt, beim Absinken schon irgendwo Fische rein. Ist auch gar nicht so schlimm. Dann zieht man sie einfach schnell wieder hoch. Und dann läuft das. Grundsätzlich würde ich sagen, vom Setup her, natürlich muss man sich jetzt hier nicht mit so einer Elektrorolle hinstellen, das ist einfach nur Luxus. Aber eine Möglichkeit hier, vielleicht mit einer Goliath wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Oder mindestens halt mit einer Wenger. Ich glaube, mit den großen Konventionalrollen würde ich mich hier nicht hinstellen. 120 Meter Tiefe und dann die kleinen Fische ständig wieder hochkurbeln. Erstmal kurbelst du ja ewig und dann hast du auch noch viel Verschleiß für diese kleinen Fische. Ich glaube, das lohnt nicht mal so richtig. Natürlich auch für das Teil hier eigentlich schon, naja, grenzwertig. Also das Elektroteil, ich glaube hier so auf 200 Meter Tiefe, da macht das richtig Sinn, dass man da eben aus den richtig tiefen Löchern ganz bequem und mit Tempo die Fische rauszieht. Auf 120 wird sowas wie eine Goliath auch noch dicke reichen. Ja, ich ziehe jetzt hier einfach nochmal ein bisschen durch, hoffe natürlich hier irgendwie nochmal auf meinen Rotbarsch. Wir gucken gerade nochmal rein, der größte Rotbarsch, eben kurz nach Gewicht sortieren, der größte Tiefenrotbarsch ging auch auf dem Real Shrimp 04. Was haben wir hier? Nochmal Tiefenrotbarsch auch, Real Shrimp 04. Und das sind, hoppala, das sind tatsächlich diese roten, die gerade schon gezeigt. Also die ganz normalen, simplen Rotbarsche. Also ganz normalen, simplen Shrimps für die Rotbarsche, aber halt in groß. Ne? 16 Gramm, 12 Zentimeter, 6-0er Haken. Da habe ich es jetzt ein bisschen übertrieben. Also relativ kleiner Köder, aber großer Haken. Denn die Fische fokussieren sich halt primär auf den Köder, sekundär irgendwie auf den Haken. Das heißt, ja, man hat natürlich auch immer mal wieder einen viel zu kleinen Fisch auf den Köder. Auch wenn der Haken sagt, Alden, du bist viel zu klein für den Haken. Aber sie ballern halt rein. Und ja, da kann man halt nichts weiter machen. Einfach mal ein bisschen testen. Alter, schon wieder Kalmar. Es werden zurzeit so viele Kalmare gefangen. Den würde ich auch noch mitnehmen als Trophy. Es waren schon einige Kalmare wieder da. Vielleicht ist gerade wieder Kalmar-Season. Also es läuft nach wie vor, auch jetzt in dieser Stunde hier, nach wie vor alles Mögliche. Hier, Alter, sogar noch ein Blauling. Den hatten wir noch gar nicht bisher. Auch nicht schlecht. Blauling auch dabei.
Einige Kalmare jetzt auch dabei gewesen bisher. Also ganz spannend, was hier alles so reingeht. Genau, hier ist wieder der schlammige Untergrund. Perfekt. Also, es läuft und läuft und läuft. Einfach mal testen hier an der Stelle. Und ich bin gespannt, ob irgendwann nochmal ein richtig dicker Drill reingeht. Vielleicht nutze ich auch einfach nochmal ein bisschen anderes Setup dann für die großen Brocken. Und dann können wir hier schön detailreich und smooth das Mausrad wieder verwenden. Und zack, sofort zuschlagen, wenn was Großes reingeht. Also, Petri Lümmels zieht raus die Brocken, testet einfach mal hier den dicken, fetten Shrimp in der Tiefe. Und gerade, wenn euch noch die Rotbarsche fehlen, dann auf jeden Fall mal ausprobieren hier. Mal wieder am 120er. Und ich glaube, vielleicht eher bei etwas besserem Wetter. Also eher so ein bisschen in Richtung Sonnenschein. Hatte ich zumindest den Eindruck, dass da mehr geht. Jetzt bei dem ganzen Regenwetter scheint mir das doch nicht ganz so rotbarschig zu sein. Da waren vorhin deutlich mehr. Ihr könnt ja mal eure Erlebnisse oder eure Erfahrung auch unten in die Kommentare reinschreiben. Rotbarsch eher bei Sonne oder eher bei Schlechtwetter? Wo habt ihr die besten Ergebnisse? Also, Rinje hauen, zieht raus die Brocken und bis zum nächsten Mal.